بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Das ist unsere 13. Halaqa in der Erklärung von Hilyat Talib al-Ilm. Das ist letzte Halaqa in diesem Semester. Sheikh, der Autor, sagt: große Werke durchforsten. Al-Jard auf Arabisch heißt das Al-Jard. Also man liest diese großen Bände wie Erklärung von Al-Bukhari, von Fath al-Bari und Ibn Hajar. Das ist über 12 Bände. Oder Majmu' al-Fatawa ist auch groß. Oder Bidaya und Nihaya von Ibn Kathir, die Geschichte, auch groß. Oder du findest auch die Erklärung, Al-Autar, das ist von Shawkani groß. Also diese großen Bücher, das Lesen von diesen großen Büchern heißt Al-Jard. Al-Jard bedeutet, dass man schnell liest. Diese Bücher nicht für Studium, weil wie kannst du das alles studieren? Das wird viel Zeit dauern. Deshalb, du hast schon die Grundlagen, du erweiterst dein Wissen durch das Lesen von diesen großen Büchern. Deshalb, man liest das schnell. Ja, das liest man schnell. Große Werke durchforsten. Die Inventarisierung ist ausführlichen ist eine der wichtigsten Aufgaben wegen der Vielfalt der Kenntnisse. Du wirst in einem großen Buch viele nutzen. Über alles. Über Grammatik, über Rhetorik, Al-Aqid, Al-Fiqh, alles, die Geschichte, alles. Und um diese geistigen Fähigkeiten zu erweitern und das herauszuholen, was darin verborgen ist, an nützlichem, wertvollen und an Erfahrung auf dem Gebiet der Recherchen und Fragen sowie um die Methoden der Verfasser in ihren Werken und ihren Sprachgebrauch darin zu erkennen. Also er sagt ja die Nutzen. Und wenn man das liest, man weiß immer alles, wo sind die Themen. Ich hab gesagt, dass das Wissen, entweder man weiß das jetzt, kann antworten, oder man weiß, wo das ist. Weil man hat viel gelesen und er weiß, wo diese Sachen sind. Und wenn man auch schreiben will, und er will Beweise oder er will ausführliche Nutzen über ein Thema, er weiß, wo das ist. Er geht hin und er weiß, wo das ist, wer darüber geredet hat. Und das ist das Thema hier ist die Schwäche von Talib al-Ilm. Viele Talibe, die lernen nur die Mutun, die kleinen Mutun, die Texte. Aber die lesen nicht, die meisten lesen nicht. Und was macht der Unterschied zwischen
Talib und Talib und Sheikh und Sheikh. Das ist diese Kategorie jetzt, das Lesen von diesen großen Büchern. Das ist sehr wichtig. Die Vorgänger pflegten erreicht an die Stelle, an der sie aufgehört hatten, zu schreiben, damit ihnen bei der Wiederholung nichts entgehen möge, besonders nach langer Zeit. Höfliche Fragestellung. Mach dir das höfliche Stellen von Fragen als gutes Benehmen beim Diskutieren nur Pflicht. Dann das Zuhören und das richtige Verständnis von Antworten. Wenn dir geantwortet wird, dann hüte dich davor zu sagen, aber Sheikh, so und so hat mir das und das gesagt. Man fragt und dann sagt, ja, was ein Eib, was eigentlich gut ist. Dass man fragt dich, du antwortest, sagst, aber ich habe jemand anderen gefragt, er sagt so und so. Ja, du sagst, es gibt zwei Meinungen darüber. Sag, ja, und warum diese Meinung ist, und er weiß gar nicht, wie die Gelehrten eine Meinung, ein Beweis, es gibt Gelehrten, die sehen, dass dieser Beweis stark ist. Und anderen, die haben einen Beweis, aber das ist nicht stark. Wie willst du es ihm alles erklären? Du hast gefragt, du hast die Antwort bekommen. Und besonders, wenn man nicht Talib Ilm ist. Wenn du Talib Ilm bist, dann fragt er von Anfang, warum ist diese Unterschiedlichkeit so ist. So ist das. Aber wenn jemand jetzt will durchführen, er will eine Ibadah durchführen, wenn du jemand vertraust, du fragst, er antwortet, dann arbeite. Mach. Allah wird dich nicht fragen, ob das sahih oder nicht sahih. Du hast jemand vertraut und er hat eine Meinung. Er sieht, dass diese Meinung stark ist. Mit vielen Themen, wo du findest zwei Meinungen. Diese zwei Meinungen sind stark. Ja. Aber Sheikh, so und so hat mir das und das gesagt. Denn dies ist eine Schwäche im Benehmen. Das Ausspielen der Leute des Wissens, einen gegen den anderen, so nimm dich davor in Acht. Doch, wenn du es unbedingt tun willst, so stelle eine deutliche, wie ich gesagt habe, stelle eine deutliche Frage, und sag, was ist Ihre Meinung in jener Fatwa? In dieser Fatwa, in jener Fatwa, und nenne niemand. Ibn al-Qayyim, rahmatullahi alayhi, sagte, wenn du einem Gelehrten gegenüber sitzt, so strebe nach Wissen, nicht danach, ihn in Bedrängnis zu bringen. Es gibt diese Art. Es gibt Studenten, es gibt verschiedene Kategorien. Von Studenten, es gibt verschiedene. Und es gibt diese Art. Und diese Art werden nie lernen. Die werden nichts lernen. Ja, das ist das. Die werden nichts lernen. Er sagt auch, das Wissen hat sechs Stufen. Erstens. Das Wissen hat sechs Stufen. Erstens höfliche Fragestellung. Zweitens gut hinhören und zuhören. Drittens gutes Verständnis. Viertens auswendig lernen. Fünftens, Lehren. Sechstens, dies ist die Frucht des Wissens. Dies ist die Frucht des Wissens, also das Lehren. Dies ist die Frucht des Wissens, das entsprechende Handeln und die Wahrung seiner Grenzen. Das ist sechstens. Also du merkst, das beginnt mit höfliche Fragestellung. Höfliche Fragestellung. Das ist das Erste. Du sollst höflich fragen. Und nicht stören. Und nicht bohren. Also frag, um Wissen zu nehmen.
Das ist gut hinhören und zuhören. Also man soll lernen, hören zu können. Also höre, wenn du jemand fragst, lass ihn reden. Weil warum redest du? Du wirst, wenn du redest, du wirst viele Sachen, du verpasst viele Sachen. Lass ihn reden. Wenn er redet, du bekommst viel Nutzen. Gutes Verständnis. Du sollst gut verstehen. Das ist auch eine Gabe von Allah subhanahu. Du verstehst sehr gut. Wenn du hörst, dann verstehst du. Viertens, auswendig lernen. Was du verstanden hast, lerne es. Lehren. Dann lehrst du, was du gelernt hast. Lehren. Und dann handeln. Dann kommt diskutieren, ohne zu streiten. Vor 2 Tagen, ich habe ein, also im YouTube, auf YouTube habe ich jemand, er nennt sich Sheikh, und ich habe eine Überschrift gelesen, dass er widerlegt, ein Sheikh, der ist älter, also jetzt ist er 67 Jahre, also 70, also zwischen 67 und 70. Und ist bekannt von früher, der hat viel erlebt. Und sogar, er war überall in der Welt, kein Land wollte ihm nehmen. Durch seine Aussagen, sein Haq, er sagt Al-Haq, überall war er. Hat viel Erfahrung. Und dieserjenige, der hat ihn widerlegt, der war sehr unhöflich. Er war sehr zu ihm unhöflich und hat viele Sachen gesagt, die nicht stimmen. Und dann habe ich gesagt, das ist meine Pflicht, ich muss ihn widerlegen, weil das alles, was er sagt, falsch. Und heute, Alhamdulillah, ich sah dieser ältere Sheikh, der hat ihn widerlegt und hat alles gesagt. Also er hat mein Herz beruhigt. Weil du siehst, jemand ist unhöflich, hat wenig Wissen, er verbreitet das und mehr alles, 80.000 Leute haben das gesehen, was er gesagt hat. Und das ist, viele Sachen sind falsch. Aber Alhamdulillah, der andere hat ihn widerlegt. Und ich sah diese Unhöflichkeit, also diese Unhöflichkeit, wie er mit diesem älteren Sheikh geredet hat, hat ihm nicht Sheikh gesagt, hat ihm nur mit seinem Namen genannt. Und er hat ihn niedergemacht. Und er hat falsche Sachen gesagt. Und er könnte nicht sagen, dass diese Aussage, er hat keinen Beweis. Er hat viele Sachen gesagt und hat keinen Beweis. Das, woher kommt das? Das kommt von Beginn. Also wenn man diese Adab nicht gelernt hat, das bleibt bei ihm. Er bleibt immer so. Wenn er auch widerlegt, er bleibt so, ohne unhöflich. Deshalb sagt, diskutieren, ohne zu streiten. Hüte dich vor der Disputation, denn sie ist ein Unglück. Doch eine richtige Diskussion ist ein Segen. Denn in einer richtigen Diskussion wird die Wahrheit vom Falschen und das Wahrscheinliche vom Unwahrscheinlichen unterschieden. Denn sie, also Diskussion, beruht auf gegenseitiger Beratung, Nachsicht und Verbreitung von Wissen. Doch die Disputation in Gesprächen und Kontroversen ist gegenseitiges Führen von Ausreden und Augendienerei, Lärm und Hochmut, Überheblichkeit und Streit, Einbildung und Feindschaft und Nachahmung von Dummen. So hüte dich davor und vor dem, der dies tut, damit du sicher bist vor Sünden und davor, das Verbotene zu begehen. Wende dich davon ab, so gerätst du in Sicherheit und bändigst die Sünden und den Schaden. Das ist Diskussion. Diskussion, wenn man diskutiert, das ist diskutieren im Wissen, das ist eine Art, Wissen zu vertiefen der Seele.
Aber diese Diskussion, Munazara, das heißt Al-Munazara, das Debatte. Es gibt viele Bücher, die wurden geschrieben in diesem Thema, Debatte. Das hat Adab. Das hat viele Adab. Es gibt Bücher, die schreiben diese Benehmen, wenn man diskutiert. Und du findest wirklich, wenn zwei großen Gelehrten, die Wissen haben, diskutieren, du lernst von den beiden. Ja, weil die beiden kennen Adab al-Munazara. Die kennen diese Regeln, die Grundlagen von al-Munazara. Nicht einer, der will nur zeigen, dass seine Meinung das Bessere ist. Dann hat das hat nichts zu tun mit Al-Munazara. Das ist kein Adab von Al-Munazara. Auch die Art und Weise zu reden und Respekt und Höflichkeit, das ist sehr wichtig. Und auch das Ziel ist, dass Al-Haq gezeigt wird, entweder mit deiner Zunge oder Zunge von anderen. Dann sagt er, Wissen durch gegenseitigen Austausch wiederholen. Das heißt, Moment, das heißt Al-Muzakara. Muzakara. Muzakara, du hast einen Freund, Talib. Du hast einen Freund im Wissen. Du redest mit ihm im Wissen, immer, wenn er fertig seid, redet darüber. Das ist ein Muzakara, das ist sehr wichtig. Genieße, wie die Tiefsinnigen das Lernen und den Austausch, denn sie übertreffen an manchen Orten die Lektüre, schärfen den Verstand und stärken das Gedächtnis. Halte dich dabei an Gerechtigkeit und Freundlichkeit und vermeide Ungerechtigkeit, Streit und Leichtsinn. Sei auf der Hut, denn der gegenseitige Austausch enthüllt die Schwachstellen dessen, der nicht wahrhaftig ist. Wenn es mit jemandem stattfindet, der nur ein beschränktes Wissen hat und von schwachem Verstand ist, so ist es Krankheit und Abneigung. Doch mit der eigenständigen Wiederholung zur genaueren Prüfung von Wissensfragen darfst du nicht aufhören. Es heißt auch, die Wiederbelebung des Wissens liegt in der Wiederholung. Also du hast jemand, wenn du niemand findest, du sagst, ich habe niemand, ich kenne niemanden. Ich kenne niemanden, mit wem ich über Wissen rede. Dann rede mit dir. Also das habe ich oft gemacht. Du stellst dir vor, dass jemand vor dir ist. Du redest mit ihm über das Thema und er redet auch. Aber du redest. Du redest mit deinem Namen und Namen von anderen. Du redest. Und so lernst du, wenn du niemanden hast. Aber wenn du jemanden hast, dann rede mit ihm über die Themen, die er gelernt hat. Die Wiederholung ist sehr wichtig. Das ist sehr wichtig. Der Wissenssuchende lebt zwischen dem Buch, Koran, As-Sunna und ihren Wissenschaften. Denn diese beiden sind für ihn wie für den Vogel seine beiden Flügel. So hüte dich davor, der dir die Flügel zu brechen. Al-Koran und As-Sunna, das sind die Grundlagen. Das sind die Grundlagen, das Wissen. Koran und Sunna, das sind die Grundlagen. Dann kommt die Vervollkommnung der Werkzeuge in allen Fachrichtungen. Du wirst kein kompetenter, vielseitiger Student sein. Eher geht ein Kamel durchs Nadelöhr. Also du wirst nicht kompetent sein, wenn du dass dein Wissen nicht vervollkommt. Du findest Leute, die reden nur über ein Thema. Hat nicht so über nur ein Thema. Du findest viele, die reden nur über ein Thema. Viele, die erziehen die Studenten über ein bestimmter Bereich. Entweder die suchen diejenigen, die Dauer machen, Gelehrten, Talabat al-Ilm, die suchen einen Fehler. Oder du findest einer, der redet nur über Takfir.
Über immer. Und wenn du mit ihm darüber redest, hat auch kein Wissen. Nur über das. Und auch derjenige, der ihm gelehrt hat, der hat ihm das nur gezeigt, diese Sache. Das ist alles. Das ist alles. Aber das ist nicht das Wissen. So waren die Gelehrten nicht. Talib al-Ilm, der hat keine Zeit, die Fehler von anderen zu suchen. Wer bist du? Bist du? Und die sagen, dass sie, das ist wie früher die Leute von al-Hadith, die haben die Leute eingestuft. Aber das ist was anderes. Die Leute früher haben al-Hadith vom Propheten gesammelt, die Überlieferer. Da muss man wissen, wer die Überlieferer sind. Ja, deshalb, es gab ein Bedürfnis. Ja, wer ist dieser Überlieferer? Aber jetzt, warum folgst du die Leute? Glaubst du, die Leute jetzt, die überliefern den Hadith vom Propheten, die suchen die Fehler von anderen. Und das Problem, diese beiden, sie verbreiten sich, die verbreiten sich in die Unwissenheit, zwischen die Unwissenden. Aber das Thema, schau mal, was wir lesen hier, die Vervollkommnung der Werkzeuge in allen Fachrichtungen. Du wirst kein kompetenter, vielseitiger Student sein, ehe geht ein Kamel durch Nadelöhr. Ehe du dich in den Methoden dieser Fachrichtung vervollkommst, so musst du dich in der Fachrichtung Fiqh und seinen Grundregeln auskennen und in der Fachrichtung Hadith mit den beiden Wissenschaften der Überlieferungswissenschaft und der Diraya, Textanalyse und so weiter. Denn sonst sollst du dich nicht vergeblich bemühen. Das ist Al-Ilm. Das ist Al-Ilm. Allah, der Erhabene, sagt: Diejenigen, denen wir die Schrift gegeben haben, lesen sie, wie es ihr zusteht. Daraus ist zu entschließen, daraus ist zu erschließen, dass der Student keinen Wissenszweig verlassen soll, ehe er darin kompetent ist. Das ist, da muss man versuchen, alles zu geben. Versuchen, die Sachen richtig zu lernen, mit Regeln, alles in Ordnung. Dieser Aufbau soll so richtig sein. Sechstens Kapitel, sich durch Taten hervorheben, was zu den Merkmalen des nützlichen Wissens gehört. Befrage dich selbst, ob du mit den Merkmalen des nützlichen Wissens ausgestattet bist. Diese sind: erstens, das entsprechende Handeln. Dass man es verabscheut, sich selbst für unbescholten zu erklären, sich zu loben und sich über die übrigen Geschöpfe zu erheben. Das ist sehr schlimm. Man soll sich bescheiden sein. Bescheiden. Aber nicht übertreiben die Bescheidenheit. Weil die Leute von jetzt sind nicht wie früher. Wenn du bescheiden bist, die werden dich nicht respektieren. Deshalb die Mitte ist schwer in dieser Zeit, weil die Leute sind nicht auch, die Leute früher, die Leute, jetzt gibt es auch diese Art, immer gibt es diese Art. Al-Karim, wenn du, der Dichter sagt, wenn du Al-Karim richtig behandelst, du wirst ihn beherrschen, weil er schätzt, was du ihm gegeben hast. Aber wenn du La'im, das Gegenteil von Al-Karim, jemand seine Seele ist, gibt es Lu'm, er kennt nicht Al-Khair. Er wird rebellieren. Deshalb, man soll die Mitte finden. Nicht sich erheben über die Menschen, aber auch nicht übertreiben im Bescheidenheit, sondern die werden dich nicht respektieren, weil die Leute hier, sie sind anders erzogen. Dass du immer bescheidener wirst, je mehr du an Wissen zunimmst. Dass man vor der Liebe zur Leitung, zum Ruhm
und zum Diesseits flieht. Das passt nicht zum Al-Ilm, diese Sachen. Dass man es aufgibt, Wissen vorzugeben. Ja. Eine schlechte Meinung von sich selbst und eine gute Meinung von anderen zu haben, um sich davon zu distanzieren, sie zu unterschätzen. Abdullah ibn al-Mubarak pflegte, wenn das Benehmen der ersten Rechtschaffenen erwähnt wurde, das folgende Gedicht zu rezitieren. Erwähne sie und uns nicht gleichzeitig. Der Gesunde, wenn er geht, ist nicht wie der Lahme. Ja. كان لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم ليس الصحيح إذا مشك غوص أنتشيت دي زكاة دي سويسنس انتخشت دي زكاة دي سويسنس indem du die Wahrheit offen sagst zum Guten aufrufst das Schlechte verbietst zwischen Nutzen und Schaden abwägst Wissen verbreitest das Nützliche liebst dein Ansehen einsetzt und für die benachteiligten Muslime bei der Einforderung von ihrem Recht oder bei einem Gefallen gute Versprache einlegst. Von Abu Huraira radiallahu anh wird überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, إِذَا مَاتَ الْإِنسَانُ قَاطَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. Wenn jemand stirbt, wird von seinen Taten abgeschnitten, außer von drei Dingen. Eine fortwährenden Spende, nützlichem Wissen und einem rechtschaffenen Kind, das für ihn Bittgebete spricht, überliefert Muslim, Muslim und anderen. Also bedeutet, wenn man das Wissen lässt, ein Buch oder man lernt, auch wenn du jemand lehrst und er lehrt weiter, das ist alles, das ist all, du hast Anteil an Hasanat in diese Taten. Wenn du auch dein Kind lehrst, du hast zwei von diesen Dingen. Das Kind macht das Dua mit dir und auch, wenn das dein Kind handelt danach, du bekommst Hasanat. Einige Gelehrte haben gesagt, diese drei Dinge vereinen sich nur in einen Gelehrten. Nur eine Gelehrte bekommt die drei. Der sein Wissen weitergibt. Denn dieses Weitergeben ist eine Spende, Sadaqa, aus der man Nutzen zieht. Und wer diese Spende, das Wissen, rezipiert, gilt als ein Sohn des Gelehrten. Das ist eine andere Art der Vaterschaft. Das ist auch sein Sohn. Welcher von ihm Wissen erworben hat, so strebe danach, dich damit auszuzeichnen. Denn dies ist die wichtigste Frucht deines Wissens. Wegen des hohen Rangs des Wissens nimmt dieses durch häufiges Spenden noch zu und durch Geist ab. Sein Laster besteht darin, es zurückzuhalten. Also wenn du gibst, auch wie Geld, du gibst, du bekommst auch das Wissen. Wen du gibst, Allah gibt dir. Das ist genau. Wenn du Wissen gibst, Allah gibt dir. Gib dir mehr Wissen. Auch wenn du lehrst, Allah subhanahu wa ta'ala, du wirst lernen durch das Lernen. Du wiederholst, du denkst nach. Lass dich nicht von den Ausreden. Das Zeitalter sei unmoralisch. Die Frevler überwiegten und Ratschläge seien von geringem Nutzen. Von deiner verpflichtenden Ausgabe der Bekanntgabe.
und Mitteilung des Wissens abbringen. Denn wenn du dies tun würdest, so wäre dies eine Tat, für die die Frevler Gold bezahlen würden und ihren Austritt aus der Vorzüglichkeit vervollständigen und die Flagge der Verworfenheit zu hissen. Ich muss das lesen auf Arabisch. Moment. ولا تحملك دعوة فساد ولا رغم قلب الفساق وضعف فساد نصيعا واجب أداء الباب فإذا فعلت فهي فعلت يسوق عليه الفساق الذهب الأحمر يتم من خلال الفضيلة يا ده سيزي ده سيزي نسلش إيه ده زين أفقاب إيه ده زين أفقاب du findest die Leute von der Khair, die haben ihre Aufgabe gelassen. Und jeder sagt, ja, die Zeit ist schlecht, was soll ich machen? Das ist eine schlechte Aussage. Mach, was du kannst. Mach, was du kannst. Nur Allah subhanahu wa ta'ala kann alles ändern. Mach, was du kannst. Und jede Tat, was Allah subhanahu wa ta'ala liebt, ist zu schätzen und hat einen Wert. Jede Tat, egal was, jede Tat. Und wenn man das jeden Tag das macht, das bringt viel, das bringt sehr viel. Ehe dann, es gibt jetzt Zeitwert, also noch 6 Seiten in dem Buch, das werden wir im nächsten Semester beenden. Es gibt noch nicht mehr viel, ein paar Seiten, das sind 6 Seiten. Das beenden wir, inshallah. Im nächsten Semester, das ist ja unsere letzte Halaqa in diesem Semester jetzt, und inshallah dann nach ein paar Wochen beginnen wir das neue Semester, inshallah. Also wenn jemand eine Frage hat, kann sie stellen, wenn jemand eine Frage hat. Also habe ich keine Fragen, ich bin fertig jetzt. Fikum barakallah. Hört mich? Okay, dann, also wenn ihr keine Fragen habt, beenden wir unsere Halaqa. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch segnen und euer Wissen mehren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns dafür belohnen. Subhanakallahu wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته